Hallo, liebe Loa-Folgende und willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind gerade auf einer eiligen Mission unterwegs, um zu Rhazahns Tempel zu gelangen. Hoppala, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Achso, einfach dem Weg hier folgen. Denn, ja, Suhl hat vor den König, den Loa der Könige, so rum, nicht den König der Loa, der Loa der Könige, zu opfern für Gahun, den alten Gott. Also für einen Arsch, um es mal verständlich zusammenzufassen. Ja, und da sind Rastakhan und Zolani auch schon auf dem Weg hin. Und wir eben auch. Sie haben uns ja nicht mitgenommen. Mich in der letzten Folge schon drüber beschwert. So, hier sind sie. Priester von Rhazahn. Seid ihr ein Raubtier? Oder Beute. Rastakhan starrt die Leiche des Priesters vor ihm finster an. Zul wird dafür bezahlen. Wer ihm folgt, wird leiden, das schwör ich. Rhazahn ruft mich und ich werde ihm antworten. Aber erst müsst ihr mir helfen. Unsere Loa segnen uns mit vielen Gaben und wir danken es ihnen mit Huldigungen. Opfergaben und Götzen sind Werkzeuge für uns, um ihre Gunst zu erhalten. Aber unseren Loa bedeuten sie noch viel mehr. Sie sind Quellen der Kraft. Zuls Hunde haben begonnen, die großen goldenen Statuen zu entweihen, die Rhazahn gewidmet sind. Sogar jetzt spüre ich, wie seine Kräfte schwinden. Ihr müsst sie aufhalten und die Götzen des großen Jägers läutern. Lehrt sie, Respekt vor dem Haus vom König zu haben. Rhazahn verleiht euch Stärke. Ich höre. Rhazahn verleiht uns jetzt gar nichts mehr wahrscheinlich. Zuls Streitkräfte wollen sich den Tempel des Loas der Könige unter den Nagel reißen. Ihr müsst diesen Verrätern deutlich machen, welche Konsequenzen ihr Handeln nach sich zieht. Befreit den Tempel von dem Schmutz, der ihn entweiht. Vernichtet alle, die dem Loa ins Antlitz spucken. Bringt mir ihre Köpfe, damit die anderen daran erinnert werden, was mit denen passiert, die ihren Glauben und ihren König verraten. Was macht der? Mein Leben für den Thron. Der kann doch jetzt nicht hier langlaufen, oder? Der kommt mir nämlich ein bisschen zu nah hier. Was wollt ihr? Wenn ihr mit den Unwürdigen fertig seid, kommt wieder zu mir. Rhazahns Altar liegt tief im Inneren des Tempelgeländes. Dann werden in Rastakhans Namen einmal mehr die Köpfe rollen. Mögen die Loa mit euch sein. Geht! Seid ein Bote meines Zorns. Ich muss zu meinem Loa, bevor es zu spät ist. Jojo, machen wir schon. Räumen wir mal hier ein bisschen. Ach du meine Güte. Das ist nur die Statue, aber dennoch. Hier, du komische Pfeifenkopf. Ich meine, was denkst du dir? Echt? So, die Statue haben wir wieder. Ah ja, da hinten ist noch eine Flussknospe. Das ist auch gut. Dann hol ich mir die mal. Geh mal. Du stehst halt leider blöd. Da, du stehst an einer Pflanze. Achso, wer ist denn die? Da habe ich irgendwen gerettet. Ach, noch ein Mogu. Ja, wenn du meinst. So, einmal Kräuter sammeln. Sargon kriegt noch mal ein bisschen Leben von mir. Rhazahn den Jäger geläutert. Schlachten, tausend Siege. Ah ja, da hinten ist noch einer. Hier stehen ganz schön viele Priester, die rum. Ja, ja. Ich bin außer Reichweite.
So. Jetzt nehme ich noch gut Schaden. Sargon kriegt nochmal ein bisschen Leben von mir. Trotz allem. Dann das. So, nochmal zwei Köpfe. Sehr schön. So, ich hole mal jetzt meinen Leerwandler wieder. So. Rezan, den Herrscher, geläutert. Und dann müssen wir noch hier rauf, um diesen Rezan zu läutern. Oh. Ja, das ist jetzt eine Menge, die wird schon echt etwas knapp. Würde ich sagen. So. Halten wir noch Sargon am Leben, dann schaffen wir auch das noch. Ich meine, wir müssen ja jetzt hier mal schauen, dass wir uns den Loa auch als würdig erweisen, nicht wahr? Ich meine, die stehen dann ganz schön in unserer Schuld alle. Aber dann haben wir zumindest auch was Gutes getan. So. Okay, ansonsten brauchen wir nur noch Köpfe. Die kriegen wir. Bin ich zuversichtlich, dass wir die kriegen. Da oben steht Rastakhan schon. Und da oben halten sie Rezan auch schon in Ketten. Oder sowas. Ein Kopf. Und du kannst den zweiten bringen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als Loa cool fände. Also wenn ich mich einem Loa verschreiben würde und ich jetzt mal annehme, der Loa wäre eher ein Tier und jetzt nicht zum Beispiel Bwon Samdi. Also wobei Bwon Samdi natürlich echt cool ist, aber gibt es einen Delfin-Loa? Das fände ich cool. Oder so Gepard oder so. Ich höre. Wird Zeit, diesen Verrätern eine ordentliche Botschaft zu schicken. Das ist eine Botschaft, die sie verstehen werden. Man muss nur ihre Sprache sprechen. Die Zucker. Sandala. Es ist gut, der König zu sein. Mein Loa ist noch nicht tot. Sorgt dafür, dass das so bleibt. Rezan kämpft gegen seine Fesseln an, aber wir können ihn nicht erreichen. Die Mogu, die Zul hierher gerufen hat, haben einen Schild errichtet, gegen den meine Magie nutzlos ist. Findet und tötet die Kreaturen, die zwischen mir und meinem Loa stehen. Ich muss mich für den Kampf ausruhen, der uns bevorsteht. Am Ende des Tages wird der Hass von zwei Königen auf sie niedergehen. Sandala für immer. Yo, mach mal die zwei da weg. Kannst du mal kurz stehen bleiben, Sargon? Hier, nimm. Da, da, da. Dann steigen wir mal wieder mit einem Dämonenblitz ein. Sandalari werden ihren Pakt ehren oder sterben. So, dann das noch. Das hier. Den hier. Und das geht recht schnell, würde ich sagen. Der Donner wird niemals schweigen. Das Nether-Portal ist halt immer nur 3 Minuten
und der dämonische Tyrann alle 1,5 Minuten verfügbar. Aber bis wir dann zum Kampf oben kommen, sind wir hoffentlich wieder einsatzbereit. Ach so. Die Sandalari werden ihren Pakt ehren oder sterben. Ist eigentlich auch nicht blöd als Einstieg, ne? Hier den Schattenfuror. Wobei ich glaube, es nützt einfach nochmal mehr, wenn man viele hat, die Zeit nutzen können, um draufzuhauen. Also viele Dämonen. Ach so, jetzt brauche ich den Dämonenblitz. Der dauert eigentlich sonst immer zu lange, wenn er nicht kostenlos ist. So. Fleisch ist schwach. Hey, ich wollte dich looten. Na gut. Ist jetzt wahrscheinlich despawned, weil hier die Umgebung sich geändert hat und wir jetzt auch hier hoch können. Okay. Willkommen in Suldazar. Gut, der Weg voraus ist frei. Resans Macht schwindet. Meine Thronräuber haben ihr Ziel fast erreicht. Ich habe von den Schrecken des Suldrak gelesen und ich habe gesehen, wohin diese Taten führen. Dass einer meiner eigenen Leute für diese unaussprechliche Ketzerei verantwortlich ist, kann ich immer noch nicht fassen. Rastakhan knurrt vor Wut. Kommt, wir werden diesem Verräter, der allen Loa ins Gesicht spuckt, ein Ende setzen. Vilnak Dor. Die Chuka Resan. Mögen eure Feinde vor euch. Diesen Frevel wird er bitter bereuen. Die Chuka Resan. Ja. Hoffen wir's. So, wie viel Zeit habe ich noch? 23 Sekunden. Kriegen wir hin. So, Freund, sorry, aber du musst sterben. Sul hat euer Kommen vorhergesagt. Alles passiert so, wie er es prophezeit hat. Ja, das ist ja schön für ihn. Ich hol sie mir zurück. Ja, wir hauen jetzt einfach mal drauf. Ich habe auch wieder mein ganzes Dämonenarsenal so beschworen. Geht, glaube ich, ganz gut. Ist natürlich auch noch cool, dass Malchesar dann auch noch aufgetaucht ist. Also einer der ranghöchsten Dämonen, die hier so zufällig mit mir auftauchen können. Ist echt ganz cool. So. Ich hab mein Teil getan. Großer Lohan, seid ihr noch am Leben? Ich befreie euch aus den Ketten hier. Ach so, ja, okay, dann bleibt das alles erstmal stehen, okay. Es ist gut, der König zu sein. Suls Anhänger werden Resan seinem Schicksal nicht so schnell entrinnen lassen. Wir müssen uns den Weg nach draußen freikämpfen. Seid ihr bereit? Resan verleiht euch Stärke. Kommt, kleiner König, lasst uns diese Ketzer zerstampfen. Ja! Resan lehrt sie, die Macht von einem Loa zu respektieren. Kommt und schaut! Ja, ich bin schon da. So ergeht's jedem, der sich dem großen König widersetzt. Dun, 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 dun. Nebenbei noch ein bisschen Pflanzen sammeln. Er ist ein begeisterter Jäger. So kann man es nennen, ja. Okay, die bleiben einfach stehen, die greifen mich auch nicht an, dann lasse ich sie auch in Ruhe.
Das ist erledigt und jetzt ist das hier der Tempel. Nee, wir sind ganz woanders wieder. Hier oben ist der Handelsposten da. Genau, der Schuppenhandelsposten. Hallo. So nah seid ihr am Tempel von Rezan, das ist ja auch interessant. Jetzt steht er hier einfach rum. Hi. Ihr streift durch mein Land. Rezan atmet schwer, während er sich von der Raserei erholt. Er ist mit Gedärm bedeckt. Ketzer. Vrastakar, eure Feinde attackieren eure Grenzen. Euer Rat fordert euch heraus. Eure Freunde haben versucht, euch umzubringen. Man hat euer Blut geleckt. Ihr müsst euch also fragen, seid ihr König oder Beute? Ich bin weich geworden. Viele haben versucht, mich zu warnen, wie meine Tochter. Aber ich habe nicht zugehört. Aber ich schwöre euch und auch unserem Gast der Horde hier, ich werde nicht ruhen, bis ich Suhls Kopf hab. Das klingt doch mal vernünftig. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Mein Loa hielt es für angebracht, meine Entschlossenheit in Frage zu stellen. Für mein Volk, meinen Stolz und meinen Glauben werden wir das wieder in Ordnung bringen. Kehrt zurück zu eurer Horde, ihr werdet eure Truppen in Bereitschaft versetzen und ich die meinen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir gegen diese falsche Schlange Suhl zurückschlagen. Sandala für immer. Ja, nice. Das klingt gut, wir sind immer noch nicht ganz fertig, aber es klingt, als würden wir zum letzten Schlag ausholen. Und da freue ich mich drauf. So, da können wir jetzt auch einfach hinfliegen. Dann sagen wir mal Bane Bescheid. Der, ja, also eigentlich bin ich die Stimme der Horde, aber Bane regelt alles irgendwo, glaube ich, für die Horde. Ich meine, er ist auch der Anführer der Tauren, also einem Teil der Horde und steht damit bestimmt trotzdem irgendwo über mir oder vielleicht zumindest, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt zumindest gedacht. Und er kümmert sich ja auch um alles Organisatorische hier. Ich laufe hier nur durch die Gegend und schließe Freundschaft. Ich bin mehr oder minder der Diplomat und Bane ist der, der hier alles verwaltet und verteidigt gleichzeitig. Also nicht nur ein reiner Verwalter, sondern er ist auch trotzdem ein Kriegsgeneral. Ach, guck mal hier, hier haben wir auch noch Schlachtwachen. Die haben die Verräter der Zanshuli hier auch aufgehalten. Hier gibt es auch noch welche. Bane hat also wie versprochen, dass da Zar Alor gehalten. Die Erdenmutter auf euch herablächeln. Da seid ihr ja. Zuls Streitkräfte haben versucht, uns zu vertreiben, aber die Horde hat Stärke demonstriert. Der Kampf ist fürs Erste beendet, das hast du schon mal gesagt. Ihr habt unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Ich bin euch dankbar, dass ihr für die Ehre der Horde einsteht. Wir müssen uns darauf besinnen, wer wir waren, um zu erkennen, wozu wir werden können. Kluger Mann. Suhl zieht alle seine Truppen zurück zu seinem Stützpunkt am Tempel des Propheten. Rastakhan hat berichtet, dass er auf dem Zokalo eine Armee aus allen aufstellen will, die ihm noch treu ergeben sind und eine Waffe tragen können. Offenbar hatte der alte König mehr Getreue, als Suhl erwartet hätte. Und darüber hinaus stehen ihm auch noch drei ihrer ältesten Loa zur Seite. Macht euch auf und unterstützt ihre Armee mit eurer Stärke. Uns ist das Wohl dieser Welt anvertraut. Oh meine Güte, was ist denn das hier noch alles? Der Flotte ganz draußen im Hafen scheinen die Leute abzuwandern. Flugblätter machten die Runde. Sie scheinen etwas oder jemanden zu suchen. Diese Schiffe haben eine große Fahrt hinter sich und sie haben noch viel vor sich. Ihr solltet mal ganz unauffällig bei Captain Gresco vorbeischauen. Fragt ihn, ob er Hilfe brauchen kann. Vereint. So viele Quests immer wieder, die irgendwo hinführen und irgendwas machen. Prinzessin Talanjis Aktionen haben unsere Verfolger aufgehalten. Ihr Loa ist wahrlich sehr mächtig. Wir müssen sicher gehen, dass mögliche Überlebende in Zandala keinen Stützpunkt errichten können.
Ich befürchte, dass unsere Landsleute bei den Verlassenen etwas übereifrig werden könnten. Bitte behaltet sie im Auge und erinnert sie daran, was Ehre bedeutet. Möge die Erdenmutter uns alle leiten. Okay, Bane, ich erinnere sie daran. So, wo müssen wir hin? Die Jagd auf Suhl ist dort oben. SOS auf Oasis hier unten. Wir werden uns jetzt schon noch um die Jagd kümmern hier. Wenn schon, denn schon. Und dann kann man ja mal schauen. Aber erst einmal muss Suhl aufgehalten werden. Ja, ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie klug sein können und fliegen können. Glaube ich. Hier oben müsste ja... Naja, gut. Geht. Da wäre ein Flugpunkt gewesen. Aber jetzt ist auch zu spät. Jetzt kann ich ja einfach diesen Weg hier nehmen. Paku, Gonk und Rezan. Genau, und jetzt machen wir uns auf hier. Hier hoch zum Tempel des Propheten, würde ich mal behaupten. Ihr steht vor König Rastakhan. Bei der Jagd auf jemanden, der die Zukunft gesehen hat, sollte man besser ein gewisses Maß an Vorsicht walten lassen. Mögen eure Feinde vor euch zittern. Suhl begann einen Coup, aber er eroberte die Pyramide nicht für sich selbst. Er hat sich auch nicht bemüht, jene auf seine Seite zu bringen, die sich nicht eh schon mit ihm verschworen hatten. Das macht mir mehr Sorgen, als wenn er sein Gesicht in Dazar Alor selbst meißeln würde. Wir müssen herausfinden, was er plant. Schließt euch Gongs Anhängern an und reitet zum Tempel des Propheten. Sucht dort Kriegsdruiden Loti auf, um weitere Befehle zu erhalten. Sandala für immer. Kommt, Champion! Haltet euch besser gut fest! Ach so, wir reiten jetzt mit Loti, okay. Von Sandala. Es ist Zeit, alle Verräter, die Suhl folgen, einen Kopf kürzer zu machen. Gong, Loa der Jagd, führt eure Anhänger zum Tempel des Propheten und macht alle Feinde nieder. Jagt unsere Widersacher aus ihrem Versteck. Paku, Loa der Winde, steigt in die Lüfte und spürt die Ketzer auf. Findet raus, was sie vorhaben. Und trefft uns am Tempel. Rezan, gehen wir auf die Jagd. Für Sandala! Für Sandala! Sehr schön, sehr cool auch. Allerdings glaube ich auch, dass das alles, ja, höchste Eisenbahn ist. Ich meine, der Plan wurde schon in Kraft gesetzt, das hätte man auch aufhalten können, eventuell. Aber nun gut, mit der Kraft von Paku, Gonk und Rezan schaffen wir das hoffentlich. Allerdings ist Loti ein bisschen langsamer als ihr Loa. Loti, mach mal hinne. Da haben wir auf jeden Fall gerade nochmal irgendwas aus dem Weg fliegen sehen. Da sind wir. Reitet mit dem Kriegsrudel. Was führt euch zum Herrn der Jagd? Blut verlangt nach Blut. Fallt über Zuls Fanatiker und Mogu Verbündete her, macht Jagd auf sie und erlegt sie mit der Wildheit eines wahren Raubtiers. Für ihren Verrat sollen sie den gerechten Lohn erhalten. Es ist so süß, wie klein der da ist. Bringt eurem Rudel Stärke. Die Macht der Loa ist stark hier. Suhl, diese Schlange von den Propheten. Ich habe ihm nie über den Weg getraut, hatte immer das Gefühl, dass er uns nicht die ganze Prophezeiung erzählt hat. Betretet den Tempel von diesem Propheten und seht nach, ob er Aufzeichnungen von seinen Visionen gemacht hat. Wir müssen wissen, was unsere Beute vorhat, bevor die richtige Jagd beginnen kann. Lasst euch nicht sehen! Findet und lest die drei Worte des Suhl. Das klingt so erhaben, der ist aber nicht erhaben, ist einfach nur ein Drecksack. Dum, 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 dum. Suhl hat uns versprochen, dass wir Rache an euresgleichen nehmen können, ja, ja. Jäger von Suhl, Jünger. Ja, ja, kommt nur ran, kommt nur ran.
Alle sind eingeladen. Alle dürfen mitspielen. Keine Sorge. Wir haben auch Loti wieder dabei, das ist ganz cool. Zerstörung angerichtet, okay. Nur ein bisschen Gold. Na gut. So. Gefolgsleute, hört mich an. Wenn unser König Rastakhan von keinem Nutzen ist und sein Gott Rezan von keinem Nutzen ist, dann ist es an uns, ihn sie zu ersetzen. Hoch auf dem Mugamba liegt eine alte Stadt, Atal Dazar, die heilige Ruhestätte der toten Könige. Dort werden wir einen wahren König finden. Dazar. Mit der Macht, über die ich gebiete, werden wir Dazar wieder seinen rechtmäßigen Platz auf dem ruhmreichen Thron des Königs von Zandala einnehmen lassen. Klingt komisch, muss ich gestehen. So, wir haben hier die Belagerung von Astranar erledigt. Okay. Weißt du, wir laufen hier aber im Rudel hoch und dann bin ich hier mit Loti alleine unterwegs. Das ist ja auch ein bisschen dumm. Naja. Naja, dann sorgen wir halt für die notwendige Zerstörung. Das kriegen wir schon hin. Ja, also hier, das da könnten wir zerstören, wenn wir wollten. Probieren wir mal. Bumm. Ja, gibt nochmal 10% Zerstörung. Die Worte des Suhl sind aber weiter hinten noch. Und wir müssen doch eh noch einige Leute töten hier. Rache für den Kaiser, ja, ja. Eine getötete Einheit sind 5%. Da drin sind noch einige Jünger. Wird schon. Aber wie gesagt, ich schätze, dass das da oben wahrscheinlich dann ein Schlachtzug wird oder sowas. So auch wie das aufgezogen ist von der Größe. Aber müssen wir mal sehen. So. Ah doch, genau da. Huppala. So, da haben wir sie nochmal unterbrochen. Dafür ist Schattenfuhrer echt gut. Dann eine nach dem anderen ausschalten. Zack. Lesen. Gefolgsleute, hört mich an. Als ich nach Pandaria reiste, führten wir ein uraltes und verbotenes Ritual durch. Wir erweckten Lai Shen, den Donnerkönig der Mogu, der schon vor vielen Zeitaltern gestorben war. Indem ich dies tat, erlernte ich die uralten Wege, einen König aus alten Zeiten wieder zum Leben zu erwecken und ihn zu kontrollieren. Ah ja, cool. Kann sein, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann könnte Suhl mit für die Geschehnisse in Pandaria verantwortlich gewesen sein. Und ich wollte mal eben hier in die Pilgerrollen gucken. 5, 6. Das war keine. Das war keine. 7, 8, 9. Wow, nur noch 3 Stück. Sehr cool. Zerstörung angerichtet haben wir auch gleich geschafft. Den da werden wir auch noch brauchen.
Lücke bei ihren Himmelstötern. Fliegt, meine Kinder! Tötet diese Ketzer! Ja, bitte. Okay, passieren tut nichts, aber wir haben die Zerstörung erreicht und können mit Rahl dann reden. Rache für Lai Shen, okay. Ja, das war jetzt wahrscheinlich dumm, weil jetzt haben wir nämlich den ganzen Haufen hinter uns. Ich drehe nochmal eine Runde. Nee, das ist auch dumm. Ich renne mal kurz nur hier raus. Weißt du, wie lange ich hier schon warte? Ich spieß dich mit deinen eigenen Hauern aus. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. So, dann töten wir die mal hier. Die sind uns gefolgt, das sollten wir hinkriegen. Und dann gehen wir wieder rein und lesen die Worte des Suhl. Ach so, gibt nichts mehr. Okay. Genau, wir sind noch nicht ganz fertig. Sargon braucht noch ein bisschen Lebenssaft. Hallo, Jünger. Gefolgsleute, hört mich an. Ich bin in diesen letzten Jahren weit gereist und habe viel gelernt. Ich sah, wie die Drakari vom stolzen Imperium des Nordens der Macht der untoten Geißel erlagen. Als sie fielen, zehrten sie ihre Götter in beinahe vergessenen Ritualen auf und stahlen unermessliche Macht, die sie für ihre eigenen Zwecke nutzten. Okay. Schon mal das Tier rausgelassen? Sul ist so tief gesunken, dass er sogar Dazar selbst auferstehen lassen will. Kann man Sul überhaupt noch einen Zandalari nennen? Für das Rudel! Ich weiß es nicht, weil ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wer Dazar ist. Ich meine, nach ihm ist wahrscheinlich Dazar Alor benannt, aber naja. Ich hoffe, Zuldazar ist nicht nach Sul benannt. Weißt du, wie lange ich hier schon warte? Ohne die Geschosse der Ballisten am Himmel kann Paku endlich tun, was sie so liebt. Alle, die sie verärgern, aus sehr großer Höhe herabstürzen lassen. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Rizan und Rastakhan haben nicht auf uns gewartet. Sie marschieren den Berg hinauf in Richtung Atal Dazar, der goldenen Stadt. Ihr, Loti und ich müssen sie schnell einholen und ihnen Luftunterstützung geben. Los geht's, kommt an Bord. Möge Paku eure Feinde finden, bevor die euch finden. Zwischen hier und Atal Dazar sind viele Streitkräfte von Sul. Wir müssen sie aus dem Weg räumen. Kein Problem. Wo denn? Gib mir, zeig mir. Ich will schießen. Bumm. Oh ja, hier sind echt viele. Ich will nicht wieder nach unten. Warte, Rahl. Du hast Rizan und Rastakhan verpasst. Was? Wo? Sie sind schon fast bei den Toren von Atal Dazar. Schnell, wir müssen sie einholen. Mhm, okay, ein Dungeon. Atal Dazar. Gut, ergibt Sinn. Kommt ihr, um zu verhandeln? Zul glaubt, mich aus meinem Reich aussperren zu können. Ich werde seine Seele verschlingen. Atal Dazar ist das Grabmal der Könige. Meiner Könige. Meiner größten Anhänger. Ich werde Suls Fleisch kosten, noch bevor dieser Tag zu Ende geht. Kommt, haltet Schritt. Unsere Beute verfügt weder über die Stärke noch über genug Krieger, um diesen Eingang zu blockieren. Lasst uns diesen Ketzer zermalmen. Okay. Mögt ihr das Fleisch eurer Feinde kosten?
Ich muss doch jetzt eigentlich nur reingehen, oder? Ich meine, den Rest machen die schon. Wer ist denn er hier? Hey! Es ist gut, der König zu sein. Mögen eure Feinde... Wehe, eure Visionen sind nicht wahr. Ketzer, ihr betretet heiligen Boden. Ah, er ist hier. Der Loa des... Wie nennen wir euch jetzt? Hütet eure Zunge, Verräter. Resan, Resan. Versteht ihr mich? Ich bin euch nicht untertan. Und ihr gehört nicht unter Könige. Das ist eine Falle, Mann. Jupp. Resan, er ist tot. Das Ding da ist kein Loa. Nee. Ich fühle mich, als hätte mir jemand die Seele aus dem Leib gerissen. Rückzug! Wir kämpfen andermal weiter. Komm mit. Wohin, weiß ich nur noch nicht. Hierhin, ja, das klingt gut. Hier ist Gonk. Vorwärts, Brüder und Schwestern. Macht vor nichts Halt. Ach so, hier ist Sicherheit. Okay. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Er ist tot. Helm. Ja, Gewandung. Jetzt, wo Resan tot ist, fühle ich, wie ich auch mich das Leben verlässt. Bald wird Bwon Samdi mich zu sich rufen. Wir müssen Zul vorher besiegen. Hier müssen wir einmal Jasmar besiegen. Zul weiß, dass wir nicht zulassen dürfen, dass der erste König sich aus seinem Grab erhebt. Dazar wär mehr als nur ein Strohmann für Zuls Trollimperium. Er wäre eine Macht, die es mit den Loa selbst aufnehmen könnte. Ich darf Zul nicht entkommen lassen. Ich werde ihn mit meinen Leuten verfolgen, doch ihr solltet mit euren Leuten Atal Dazar betreten. Jasmar wird versuchen, Zeit zu gewinnen und den Zugang zu den Gräbern zu versperren. Ihr müsst euch bis zu ihr durchkämpfen und werdet dafür Verbündete brauchen. Tötet Jasmar. Nee. Ich hätte es besser wissen müssen. Jetzt ist Resan tot und ich bin selbst fast am Ende meiner Kräfte. Bald wird Bwon Samdi persönlich kommen, um mich zu holen. Talanji. Sie muss erfahren, was hier geschehen ist. Geht zu ihr und erzählt's ihr. Helft ihr, wo ihr nur könnt. Ich bin im Gott der Stärke gefolgt und hab dennoch nicht die Kraft, ihr mit dieser Schande in die Augen zu sehen. Jetzt muss ich unsere Streitkräfte zusammenrufen und Zul verfolgen. Resan verleih euch Stärke. Mögen eure Feinde vor euch zittern. Ich bin der Meister der Formen, der Rudelläufer und der Herr der Jagd. Der Loa der Könige ist gefallen. Wir müssen Umsicht beweisen, wenn wir eine neue Jagd beginnen. Rastakhan ist schwer verwundet und altert schnell. Nur die Macht von Resan kann Bwon Samdi zurückhalten. Ich würde ihm meine Macht anbieten, aber es steht mir nicht zu, den Loa des Todes herauszufordern. Okay, ja, ja. Hakbi. Ja, hallo Hakbi. Na, wenn du schon mal da bist, dann kann ich an dir auch meinen Frust auslassen. Wir können es zumindest versuchen. Ansonsten sind wir damit, glaube ich, am Ende von Suldazar angekommen. Und auch am Ende der Folge. Doch diese Folge war wieder etwas länger, weil ich das hier noch zu Ende bringen wollte. Weil wir eh schon dabei waren. Aber, ja, es gibt noch ein Gebiet, das aussteht und wir müssen noch mit Talanji sprechen.
Das werden wir in der nächsten Folge dann auch tun. Irgendwo hier müsste es auch noch einen Flugpunkt geben, den wir dann dafür verwenden können. Ich denke, dort werden wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Ja. Und ansonsten, ja, hoffen wir, dass Zandala eine glorreiche Zukunft vor sich hat. Und alle anderen Spieler, die auch Dungeons und Schlachtzüge machen, Zul und Jasma und so weiter zur Strecke bringen, beziehungsweise schon gebracht haben. Wie gesagt, das ist ja nicht so mein Wohlfühlgebiet, nennen wir es mal. So. Da haben wir's. Winziger Azeritspan. Genau, wie gesagt, wir sehen uns dann hier an diesem Flugpunkt wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und das hier ist eine Sackgasse. Ernsthaft? Ach, da kann man hoch. Okay. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir uns vermutlich nach Voldun begeben. Bis dann. Ciao.